Von der Bärenburg zum Polarium. Der Rostocker Zoo hat am 21. September eine neue Erlebnis- und Bildungslandschaft eröffnet. Nach knapp einem Jahr Bauzeit ist eine eindrucksvolle Anlage für Eisbären und Pinguine entstanden, die den Besucher mitnimmt auf eine Reise vom Süd- zum Nordpol. Rückblick. Noch vor 2 Jahren war die historische Bärenburg aus den 50er Jahren das Zuhause für die Eisbären. Im Januar 2017 wurde sie abgerissen, nur der Storchenturm blieb übrig. Und dann ging alles ganz schnell. Im Mai 2018 schon wurde Richtfest gefeiert. Rund 14 Millionen Euro wurden in das Polarium investiert. Das Wirtschaftsministerium übernimmt 90% der Kosten. Der Zoo wird nächstes Jahr 120 Jahre alt und am Vorabend sozusagen ist dieses Polarium fertig. Und ich denke, es wird groß angenommen werden. Wir rechnen mit Besuchersteigerungen zwischen 5% und 10%. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wies am Eröffnungstag auf die Bedeutung der neuen Anlage für die Eisbären hin. Jeder, der den Eisbären hier live sieht, wird sich sofort in diesen Eisbären verlieben. Und das führt gleichzeitig dazu, dass man einen Blick hat auf die Tiere, dass man sich für Tierschutz interessiert. Und das sehe ich gerade bei vielen Kindern, die Tiere wirklich dann auch live sehen, dass sie sich viel stärker auch um das Wohl dieser Tiere kümmern. Der Rostocker Zoo führt seit 1980 das internationale Zuchtbuch der Eisbären. Mit dem 4-jährigen Akyak und der 3-jährigen Noria sollen die bisherigen Zuchterfolge bald fortgeführt werden. Dafür galt es, den Tieren die bestmöglichsten Bedingungen zu schaffen, mit einer Anlage, die an eine Tundra-Landschaft erinnert und deutlich mehr Platz und Abwechslung bietet. Das war insgesamt also innerbetrieblich eine sehr gute Zusammenarbeit, gerade mit der Kuratorin Frau Zimmermann, die wirklich eine tadellose Arbeit hier abgeliefert hat. Im Vorfeld wurde der Planung sozusagen ein Raumbuch übergeben, wo die expliziten Anforderungen, die wir an unseren Tierlebensraum sozusagen stellen, übertragen, was die dann auch wirklich, wie man sieht, gut einfließen lassen haben. Das heißt also, wir sind eigentlich mit der Arbeit, die wir gemacht haben und die unsere Planung und unsere ausführenden Firmen hier absolviert haben, absolut zufrieden. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich meine, wenn man da guckt, da steht ein mega mächtiges Tier auf einer Anlage, die wirklich dem natürlichen Lebensraum nahe kommt. Akyak, der in einem niederländischen Zoo geboren wurde, ist ein Enkel des legendären Rostocker Eisbären Churchill. Noria ist aus Tschechien nach Rostock gekommen. Und in naher Zukunft soll es dann noch einen weiteren weiblichen Eisbären geben. Für die Besucher hält das Polarium faszinierende Unterwassereinblicke bereit. Ein etwa 8 cm dickes Sicherheitsglas wurde dafür eingebaut. Das Polarium will leicht verständlich über den Lebensraum Arktis und die Gefährdung des größten Landraubtieres der Welt informieren. Eine 12 Meter lange Multimedia-Projektion im Besucherzentrum gehört genauso dazu wie viele Angebote zum Anfassen. Wir haben auf jedem Eisberg sozusagen immer eine Kinderebene verortet, wo Kinder entweder was zum Betrachten haben, ein Suchbild haben, ein Gebiss haben, wo sie reinfassen können, ins Dunkle greifen sozusagen und aufgefordert werden, die Zähne des Eisbären zu zählen. Sie haben die Möglichkeiten, die Sprungweite des Eisbären sozusagen nachzuvollziehen, indem sie testen können, kommen sie so weit wie ein Frosch, kommen sie so weit wie ein Eichhörnchen oder landen sie wirklich beim Eisbären. Wir haben verschiedene Hörstationen, wo Kinder einfach mal abtauchen können und horchen können, wie klingt ein Eisbärbaby, wenn es etwas fehlorientiert ist, weil es seine Mutter vermisst oder wenn es gerade ganz glücklich und zufrieden ist und schmatzend an der Zitze der Mutter hängt. Und wir haben hier zu meiner Rechten auch eine wunderschöne Kinderhöhle, wo die Kinder einfach auch so ein bisschen ja, sich wie ein Eisbärbaby unter Eis und Schneedecke fühlen können. Fast
faszinierender Teil des Besucherzentrums sind die Meereswelten. Hier heißt es Abtauchen in die Unterwasserwelt der Ozeane und die sanften Bewegungen der Medusen beobachten. Quallen bevölkern die Weltmeere seit etwa 50 Millionen Jahren. Von der schwarzen Meerbrennnessel, die im Pazifik zu Hause ist, bis zur Meerwalnuss, die streng genommen gar nicht zu den Quallen gehört. Die Exoten der Ozeane laden zum Entspannen ein. Zu den Meereswelten gehören auch 6 Aquarien, darunter ein großes Indo-Pazifik-Becken und ein Muränenbecken. Auch diese kleinen Frackträger haben jetzt ein größeres Zuhause. Nur hier im Polarium kann man die Humboldt-Pinguine in direkter Nachbarschaft der Eisbären erleben. Nord- und Südpol vereint. Das Besondere, ihnen steht nicht nur ein großes Wasserbecken zur Verfügung, sondern auch ein Bereich mit 15 Bruthöhlen. Eine wunderbar durchstrukturierte und naturgetreue, artgerechte Anlage geschaffen für unsere Pinguine. Sie sind ja jetzt erst kürzlich zurückgekehrt und wir wollen ihnen auch ein bisschen Zeit geben, gerade für die Paarbildung. Wir haben einige Paare zurückgeholt aus dem Zoo Berlin, aber andere müssen sich erst neu finden, weil sie einfach aus verschiedenen Zoos hierher geholt wurden. Und dafür geben wir ihnen alle Zeit der Welt. Zeit ist nämlich ein wichtiger Faktor. Tiere kann man niemals unter Druck setzen und wir können auch nicht einfach sagen, so nun macht mal, jetzt gehört ihr zusammen und jetzt sollt ihr züchten, sondern es gehört von den Pflegern ein gewisses Fingerspitzengefühl dazu und es gehört eine tolle Tierhaltung dazu. Mehr als 50 Firmen waren am Neubau des Polariums beteiligt. Generalplaner war die Hamburger Zooquariums Design GmbH. Da gilt der Dank hauptsächlich all den beteiligten Firmen, weil die wirklich mit einer hohen Identifikation und einer sehr hohen Leidenschaft an diese Arbeiten herangegangen sind. Und man wirklich sagen kann, die haben das hier nicht nur getan, um Geld zu verdienen. Die sollen ihr Geld bekommen für das, was sie hier tun. Aber sie haben halt wirklich ganz viel Herzblut mit reingebracht. Und da sind wir unheimlich dankbar für. Auch die rund 350.000 Euro, die seit Beginn der Spendenkampagne Taler Meeren für die Bären gesammelt wurden, haben ein Stück zum Gelingen des Projektes beigetragen. Jetzt ist im Herzen des historischen Zooteils eine neue Attraktion entstanden, die gleichzeitig einen Beitrag zum Natur- und Artenschutz leistet.